Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Draugen. Wir sind hier im Zimmer von Ruth, mal wieder, und sollen uns hier ein wenig umsehen. Ich schaue mich hier erstmal nach unserer Kollegin um. Are you paying attention? Ruth, can you imagine? One moment you're living a perfectly happy life, and then nothing. Darkness. Forever and ever. Maybe there's something here that can tell us what happened to her. This is a waste of my time. We might be the only ones left to tell her story, Edward. You're just being melodramatic. I'll help you look. Ja, das sollte man doch tun. Da guckt sie auch schon wieder ganz, ganz anders aus dem Gesicht. Und ja, dann schauen wir uns auch hier mal ein klein wenig um. Da können wir nicht reinschauen, aber das Bild können wir uns anschauen. Hier ist mal eine Puppe. Okay, dann schauen wir mal. Ruth was an artist. This is very primitive. Have you ever met a child, Edward? She wasn't Monet, she was 8. This must be the village church. That's Ruth and her family on one side of the aisle. Simon and his father on the other. A community divided. Ja, sieht man ganz deutlich, vor allen Dingen, die beiden Brüder gucken nicht sehr fröhlich aus dem Gesicht und ja, Ruth ist etwas geknickt, ist traurig. Und ja, auch Simon, ja, Ruth hat sehr gut gemocht. Die beiden waren zumindest sehr eng miteinander befreundet. Für die beiden Kinder war es natürlich sehr schwierig. Und ja, eine tolle Situation für die Eltern natürlich letzten Endes auch nicht. Ne? Was will man machen, wenn die Brüder meinen, sich da so zerstreiten zu müssen? Denn ich dat jo erst einmal. Böses Blut in der Familie ist nie angenehm. So, was haben wir hier dann? Als nächstes ein weiteres Bild. Das hatte ich mir, glaube ich, beim ersten Durchschauen hier noch nicht angesehen. Das sind wir durchgegangen. She found something. Where's that supposed to be? The cave. Or the... Mine. It could be. But what did she find? Something important enough to draw. Anscheinend hat sie doch den Goldschatz gefunden. Wie unsere Begleiterin ja hier schon gemutmaßt hat, dass da irgendwas in dieser Richtung zu finden sein sollte. Okay, aber es muss zumindest etwas Wichtiges gewesen sein, was einem Schatz vielleicht gleich kam. Ein Bilderbuch. Draugen. Hey, the undead monster from those folk tales you read. What an odd book for a child to have. I don't know. Children love scary stories. This looks interesting. Read some of it to me, please. Ja gut, wenn es denn unbedingt sein muss. Aber wenn du dich anfängst zu gruseln, ne, dann gib mir hier bitte nicht die Schuld. So, wo ist er? Da. In Norwegian folklore, the appearance of Draugen, the reanimated corpse of a drowned mariner, heralds death. Draugen haunts the Black Seas in a shattered boat. The beast has a man's body and wears a sou'wester. But instead of a head, there is tangled seaweed, and the revenant's chilling cry freezes mortal blood to ice. Draugen has the power to enter the dreams of the living. If you wake from such a dream, you have been spared, though someone close to you... That's enough of that. It's nonsense, of course. Not something a child should be reading. Do you think Draugen took our boat? Maybe he's out there, on the fjord, waiting for nightfall so he can return to shore. No. And your soul lacks poetry, Edward Charles Harden. I pity you. Ja, hatte ich ja schon mal gesagt, er ist ein sehr ernsthafter Mensch und relativ humorlos. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich ihn mag. Na gut, wir haben ja schon ein bisschen was aus seiner Geschichte erfahren. Die Mutter hat sich wohl umgebracht, hat sich wohl ertränkt. Er ist dann halt bei dem Vater groß geworden und nun gut. So etwas hinterlässt natürlich auch Spuren. Ne? Also wenn die eigene Mutter den Freitod wählt,
es ist nicht so einfach. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie alt er damals war, ob das angesprochen wurde überhaupt. Aber er war wohl noch entweder Kind oder Jugendlicher. Irgendwie so in der, sowas in die Richtung muss das wohl gewesen sein. Okay, nun gut. Wir schauen mal weiter. Hier gibt es noch ein weiteres Bild, das sehr aufschlussreich ist. That must be Ruth and Simon's fathers. Perhaps. They weren't on the best of terms. They look like they want to kill each other. To a child, maybe it looked worse than it was. Children are more insightful than you give them credit for, Teddy Bear. Ja, ja, vor allen Dingen hat es ihr ne, also so sehr auf die Seele gebrannt, dass sie das halt hier in dieser Zeichnung mehr oder weniger verarbeitet hat, versucht zu verarbeiten, zumindest hier zu dokumentieren, dass dieser Streit zwischen ihrem Vater und ihrem Onkel bestand halt, ne, und das entsprechend, ja, die Familie belastet hat, beziehungsweise beide Familien entsprechend belastet hat. So, was gibt's noch zu entdecken? Haben wir schon so ein paar Kringel da wieder entdeckt? Ausgucken können wir auch, aber hier gibt's weiter nichts Erwähnenswertes. Das Bett, okay. She made her bed that morning. Before she... Or her parents did. It doesn't matter. It tells us nothing. Why are you like this today? Betty's not the only person in the world that matters. She matters the most to me. Ain't that the truth? Gut, man kann ihn natürlich verstehen. Er macht sich Sorgen um seine Schwester, ne? Und gerade mal mit seinem Hintergrund, seiner eigenen persönlichen Geschichte. Hm. Aber es stimmt schon, er ist etwas sehr fixiert. Also, sag mal so, wenn ich in seiner Situation wäre, mich würde schon auch interessieren, was hier mit den Leuten passiert ist, die uns hier eingeladen haben, was mit deren Tochter passiert ist. Also zumindest ne, deren Familie wäre schon für mich interessant. Und auch der Ort ist ja nun auch etwas seltsam, dass da niemand mehr zu finden ist, außer einem Toten, der sich angeblich oder anscheinend selber umgebracht hat. Wir haben zwar keinen Abschiedsbrief gefunden, das alleine muss aber noch nichts heißen. Er hat ja lediglich ja diesen Schild, dieses Schild da umgehangen, da irgendwie, ich glaube, Gott vergibt mir oder sowas in der Richtung. Wir wissen weder seinen Namen, noch wissen wir die Beweggründe für die Tat, wenn er sie denn selbst begangen haben sollte. So, sie ist irgendwie fasziniert von den Bildern. Wir können hier aber sonst weiter nichts machen. Das sind die Malutensilien von Ruth. Oder Ruth, ich weiß immer nicht, wie den Namen auszusprechen. Sind wir hier durch? Okay, das Einzige, was hier nochmal angezeigt wird. Oh, Moment mal, da unten ist noch etwas. Und das Buch wurde auch nochmal da angekringelt. Oh, das ist mir beim ersten Mal auch durchgegangen. Ruth never finished this. What does that spell? F-O-R-B. For Banelson. The curse. Who's that figure supposed to be? It's creepy. It looks a bit like the Draugen in her book. A figment of her imagination. But the box she drew. It looks like this box under her desk. Really? Let me see. Pull it out. Sollte das die Box aus der Mine sein? Hm. Aber die sah größer aus. Zumindest in ihrer Zeichnung sah die größer aus. Oh. What is this? I believe this might qualify as actual treasure. Is that Norwegian money? Sort of, but ancient. Viking coins. Are they valuable? Not in terms of monetary value, but historically. Well, they belong in a museum. Looks like Ruth had her own private museum. Why would a child have these artifacts? She must have enjoyed collecting and playing with them. These are much too precious to play with. She should have given these to an adult. She was a child, Edward. To her, they were just shiny toys. Wait! The pin! On the doll! This is where it came from, her collection. But where did she find these treasures? If we're to believe her drawing, perhaps the mine. She may have found a grave site. Wherever she found them, she wanted to keep them hidden.
You think someone found out? These items wouldn't necessarily be worth much, except to a historian or archaeologist. What if this is how... I mean, if someone learned she'd been collecting treasures, they might be willing to do terrible things. Ja genau, die Brosche war ja an ihrer Puppe befestigt und klar, die Puppe hat sie ja ständig mit sich rumgetragen. Da hat unweigerlich jemand aus dem Dorf diese Brosche sehen können an der Puppe und hat dann vielleicht Fragen gestellt. Ne? Wo hast du die her? Wie kommst du, ne? Schöne Brosche und so. Ne? Wo hast du die denn gefunden? Ne? Haben dir deine Eltern die geschenkt? Was auch immer. Ne? Was so Erwachsene dann fragen, wenn sie Dinge an Kinder, bei den Kindern sehen, die vielleicht von einem gewissen Wert oder von einem gewissen Interesse sind für erwachsene Menschen so halt. Ne? Und dann Kinder denken sich ja erstmal so weiter nichts dabei, ne? Sind ja dann recht aufgeschlossen und wird wahrscheinlich erzählt haben, irgendwie, vielleicht auch nicht, ne? Vielleicht war ja auch klar irgendwie, ja, das ist ja eigentlich aus meinem Schatz und da geht ja niemand etwas an oder so, kann auch sein, man weiß es nicht, wir kennen Ruth nicht näher, gut, aber immerhin, ne, sie hat dieses gefunden und es scheint wohl der Schatz zu sein, den sie da in dieser einen Zeichnung da gezeigt hat, ne? Ganz offensichtlich. There's a story here. The treasure box, the drawings. The overactive mind of an imaginative child. Well, she didn't imagine the Viking artifacts. You shouldn't be so dismissive. The drawings could be her way of dealing with traumatic events. This is events. What happens when I read you the principles of psychology. You get notions. You say that like it's a bad thing. Ruth was troubled. The village was troubled. And is that a bell? A church bell. Someone's here. Maybe Betty. Why would Betty ring the church bell? Perhaps she's in trouble. I need to get to the church right now. Wait, isn't it more likely to be the person you saw the other night? We I should told be careful. You, I'm not sure that was anything. Come on. Go ahead. I'll catch up with you before you get there. I need a minute to think about all of this. Okay. Wir können noch mal schauen. Do you see anyone? It must be inside the church. Möglich. Vielleicht auch einfach nur ein Tonband mit dem Glockenklang. Nein, natürlich nicht. ja, interessant. Also hier haben wir doch schon das ein oder andere finden können. So ein paar Indizien. Und gut, er ist natürlich immer so, weiß ich nicht, so... Der ist schon ein bisschen komisch. Kinder so ein bisschen gering schätzen. Oh, ich bin hier. Ich bin hier falsch. Alles klar, ja. meine ich zumindest. Moment mal, hier. Ausgang? Öffnen? Wo wir... Ach, wir sind... Ah, ja, oberste Etage. Alles klar, ja, okay. Ich hab mich halt vertan. Mein Gott, was kann doch mal passieren? Okay, wir machen uns auf den Weg. Ich nehme mal die Beine in die Hand, wie man so schön sagt. Ich glaube, wir mussten hier runter, wenn wir zur Kirche wollten. Genau. Gucken, wie lange der gute Edward hier durchhält. Er ist ja nicht der fitteste und der jüngste. Ich glaube, der ist jünger als ich. Wenn man so nach den Zeichnungen geht, die man also hier noch nach seiner Darstellung geht. Hier im Spiel. Keine Ahnung, geschätzt immer irgendwo so zwischen 30 oder 40 so in der Größenordnung. Wurde das eigentlich erwähnt, wie groß der Typ ist? Keine Ahnung. Wie alt der Typ? Das war so richtig. Wie alt dieser Mensch ist. So. Mann. Bin wir hochkonzentriert. Ich garantiere euch, ne, auch wenn ich mich jetzt hier gerade beeile, also versuche so schnell wie möglich hier hochzukommen. Wenn du oben ankommst, ist da niemand. Das ist in solchen Spielen immer so. Wurde gerade erfolgreich. Ich lese mal, bevor das hier nicht mehr zu lesen ist. Man weiß es nicht. July 24th. Memorial Service. A commemoration of the accident at the mine this past summer. No services after that. Mhm.
Was ist da? 24. Juli 1923, Mindeststund. Also es geht dann auch da, dann geht es auch um die entsprechende Geschichte. All these fresh graves. Jo. Why board up a church? To keep the ghosts from escaping? Regardless of how they got past the boards, there's someone in there. Ja, irgendjemand muss ja da reingekommen sein. Retter? Someone who'd lost their faith. Hm. Gone fishing? God is not here. Well, of course he isn't. You won't find God in a church. God is the wind in the trees, the grass between your toes, the brook that That's runs through. That's nature, not God. Can you peek through the boards? Ich guck mal, ob ich das Schild hier wegkomme. Das geht noch so einigermaßen. Dann schauen wir mal. See anyone? No, Listen! I... The bell! They're still in there! Hm. Oder es ist einfach nur der Wind. Haben wir gerade sehr viel Wind? Hello? I heard the bell! This is giving me the I'm here to help! These boards look flimsy enough to break. Ja, dann ran. Streng dich an, alter Mann. Das ist ja wirklich sehr einfach. The Ethel becomes an Edward. I didn't think you had it in you, old fruit. Be quiet. Ja, ja. Sie hat ja nicht aus Unrecht. Betty? Are you here? Hello? This is Edward Harden. I'm looking for my sister, Stop Elizabeth. Stop shouting, Edward. We're alone. There are only ghosts here. There are no ghosts. I don't know about that. So, die Glocke ist auf jeden Fall verstummt. Ist das, Glockenseil? Hallo? What's this rope for? The bell. This is the bell we heard ringing? I don't see any other bells. So you have to stand here and pull this rope to ring it? Yes. But there was no one here. You didn't see anyone, right? No. No one. Ghosts. I'm telling you. It's ghosts! So what happened to the Hunchback of Grovik? They must be here still. There's only the one exit. Maybe it was the wind. A church bell's too heavy. It can't have been the wind. I mean... I don't know. Maybe it was the wind. There's no one here. Ja, das ist wohl wahr. Wir haben ja niemanden gesehen. Also noch zu dem Zeitpunkt, als wir da durch diese Lücke gespäht haben, hat die Glocke ja immer noch gebimmelt. Ja. I don't like that sound. Please stop. Aber es war niemand zu hören und gut, eine Glocke ist sehr schwer, also es muss schon ziemlich stürmen, bis die durch einen entsprechenden Windzug, wie auch immer, in Bewegung gesetzt wird. Hier hat jemand gewütet. Teddy, look! Lissy, look! Betty's gloves. They are definitely Betty's. Oh, she got sake. These in Boston before she left for New York. She bought them at Woolworth. I remember the day she... She's here. Where? And why would she leave her clothes lying around? It doesn't make Bread sense. Crumbs. She's sending me a message. She knew I'd recognize her gloves. Her hat. She's left a trail for me to follow, like Ariadne's red thread. We're not in a lab. Betty will have left more crumbs. Betty, you're turning into such a pill. Naja, komisch ist das schon. Ne? Ich meine, warum liegen hier Handschuhe rum? Ja gut, die könnte halt irgendjemand vergessen haben. Ne? So beim letzten Gottesdienst oder so, meinetwegen. Aber wenn er sie schon erkennt als Bettys Handschuhe, das sind selbst mir ein bisschen zu viel Zufälle, ja. Also der Schal, den sie trägt, der genauso aussah wie ihr Schal, der Hut,
Na gut, ne, das war jetzt vielleicht ein Schal wie zig andere Schals auch. Auch der Hut mag ja durchaus vielleicht eine gängige Hut, ein gängiger Hut gewesen sein, so ne, von der damaligen Mode, was man so getragen hat als Frau. Keine Ahnung. Das hätte man eventuell noch als Zufall. God is not here. Ja. Their faith was challenged. And it didn't survive. Ja, möglicherweise. Ja, was wollte ich sagen? Ja, also das hätte man noch, die beiden Sachen hätte man noch als Zufall abtun können. Ja, hätte man irgendwelche Erklärungen für finden können. Aber jetzt auch noch die Handschuhe, ist schon ein bisschen seltsam. Auf der anderen Seite halt, ist das auch etwas seltsam, dass da so einzelne Kleidungsstücke hier und da mal auftauchen. Ich meine, Kleidungsstücke sind mir persönlich jetzt immer noch wesentlich lieber als Körperteile. Ne? Da brauchen wir uns gar nicht nochmal so zu unterhalten. Das steht außer Konkurrenz. Seltsam ist das schon. So, ne? Ein bisschen eigenartig. Und es sieht schon, also wenn er da sagt, irgendwie, das sind hier Brotkrumen, da könnte durchaus was dran sein. Ich gucke erstmal, bevor wir uns da vorne am Altar da umschauen, erstmal hier noch so ein bisschen um, aber außerdem zerstörten Kronleuchter mit den Kerzen und irgendein Umschlag oder was. Nee, das ist kein Umschlag, scheint mir eher wie sowas wie eine Liste zu sein. Können wir uns aber nicht näher angucken. Moment mal, ich guck mal, kann ich da drauf zoomen? Das geht. Ich kann jetzt da nicht wirklich entdecken, was das oder erkennen, was das sein soll. Das eine sind Zahlen. Dann irgendwelche Namen oder so. Da einer seine Kalkulationsliste liegen lassen. Oder seine Schuldenliste. Keine Ahnung. Ja, wir schauen uns erstmal hier um. Das dürfte eigentlich eine Bibel sein, könnte ich mir vorstellen. The Church Book. A record of births and deaths. So we can find out what happened to the people in the village? And, Elizabeth. I mean, if she was dead... Her name would be in the book. Vandals. They tore it to pieces. I don't think the missing pages left the church. Look. Yeah, genau. Das ist es dann. How many pages are missing? I counted four. They're probably all still here. I know. Let's make it a competition. 1-0 to team me. Okay, wir haben Kerzen. Fire hazard? They're not always lit. Each candle represents a single prayer. That's a lot of prayers. There were a lot of deaths. Okay, da ist der nächste Zettel. Moment. In Ordnung. They considered this a sacred place. For them to destroy it. This was an act of desperation and anger. Okay, wir kümmern uns erstmal hier um den nächsten Zettel. I wanted you to find that one. I know what a rotten loser you are. Ja, ja. Schon gut. Du bist einfach super. Jesus looks sad. What reason would Jesus have to be happy? Don't be blasphemous. Given that this is all fiction, blasphemy is a contradiction. Heretic. Wo recht hat er recht? I've never seen you read the Bible before. I've read the Bible many times. It's an important historical document. Hat jemand was unterstrichen? For he is our peace, who hath made both one. And hath broken down the middle wall of partition between us. Did you just translate that into olden English? I happen to know the verse by heart. You still manage to surprise me sometimes. In der Tat, in der Tat. Könnte das ein Hinweis auf die Brüder sein, irgendwie? Dass da vielleicht der Pfarrer versucht hat, zu kitten, was vielleicht nicht mehr zu kitten war, aber ne, so ein aus der Heiligen Schrift entsprechend vorlesend darauf hinzuweisen, ne, also hier kommt man wieder zusammen. You get it. It's right here.
The final dinner. The last supper. Who taught you about the New Testament? I pick up on things. Most folks aren't heathens, like you. Ja gut. 20er Jahre, das sah dann ein bisschen anders aus. Mit dem Glauben. Okay, hier können wir noch was mitnehmen. You found another one? Don't forget about this page. Ja, ich komme ja. Mach jetzt mal hier nicht so die. We're in a church. Also wirklich. I do believe in civility. Ja. Das ist gerade dann noch großartige Reden halten hier, von wegen Blasphemie und so. Und sie macht da Turnübungen. What's that? The last sermon that was held here. What does it say? The vicar's handwriting is hard to decipher and the language. He talks about the village being divided for 20 years. This sermon was held on the anniversary of the accident this past summer. He's asking the congregation to help heal old wounds, to forgive, move on. Something to the effect of, you sit in separate aisles in God's house. Like Ruth's drawing. I told you, she was perceptive. Ja, also insofern war ich jetzt nicht so ganz richtig mit meiner Vermutung. Es ging nicht nur um die Familie, sondern es geht um das ganze Dorf, das halt zweigeteilt war. Aber wahrscheinlich ausgehend von diesem Streit der Familie kann man sich ungefähr vorstellen, da sie ja nicht gerade unwesentlich für dieses Dorf war. In Bezug vor allen Dingen auch mit der Mine und so. Edward? Forgive each other. It addresses Johann and Frederick directly. But I wonder if they were even here. Remember the wedding picture? They were close friends once. How could they allow their grudge to escalate until... You call each other traitors, but the only thing you've betrayed are the bonds that unite us. Okay. It sounds like Grovik was split in two. Between those who stood by Johann and those who supported Frederick. Because of Ruth? The sermon is from before that. No, this is all about the preceding 20 years of division and disagreements. Ja. Oh ja, das hat also wirklich eine tiefe Narben hinterlassen. In diesem Dorf halt der Streit zwischen den beiden Brüdern. Und klar, die einen haben sich auf die Seite des einen und die anderen auf die Seite des anderen geschlagen, wie das halt so ist. Und ja, das ist eine relativ kleine Gemeinde und klar, ne, dann... geht sowas dann schon mal in zwei. Und entsprechender Streit herrscht dann im Dorf und der eine traut dem anderen nicht über den Weg sozusagen. Here's something else. Many of you believe Grovik was cursed 20 years ago. God has not cursed you. This curse is of your own making. Ruth's drawing mentioned a curse. What do you think that means? It means they believed they were cursed. And that they needed something or someone to blame for their misfortune. Das wird es sein. Ich erinnere mich dann nochmal an dieses Bild von Ruth, ja, wo sie halt diesen Fluch auch nochmal dargestellt hat, in Verbindung mit diesem Schatz, den sie da gefunden hat, also Schatz für sie. So, hier steht einiges mehr. Good job, Teddy. Stop, Lissy. This is not a game. Betty's out there. Of horse feathers. Stop being so gosh darn tedious, Edward. Betty, will you ever shut up about your precious Betty? Put those pages back in the book, and I'll stop trying to cheer you up. Das sollten wir tun. Das Buch, Moment, das war hier vorne. Und um den entsprechenden Inhalt. It lists births and deaths. Ja, ja. Here's the third Fretland brother. Ja. The one who died in the cave-in. Someone added the word for Banelson, probably quite recently. What does that mean again? Curse. That word is all over this book.
Not just the men who died in the mine, but other deaths in the last 20 years. Ruth's drawing and the sermon both mentioned a curse. What do you think it means? I don't know. There were surprisingly few births. Perhaps they blame that on the curse as well. Ja, das werden wir wohl herausfinden müssen, aber wir werden uns darum erst ab der nächsten Folge kümmern. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung, für euer Begleiten und für euer Interesse bis hierhin. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder und werden dem Fluch oder der Gründe für den Fluch und dergleichen wohl ein paar Schritte näher kommen. Schauen wir mal. Bis dahin wünsche ich euch immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.